Moin, moin, meine lieben Leute, und willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal zu einer weiteren Folge Bloodborne. Wir ändern sich ein bisschen durch die Gegend. Und zwar will ich eigentlich ganz gerne mal rausfinden, wo man hier leveln kann. Das muss man ja wahrscheinlich können mit diesen Blutechos. Aber es funktioniert nicht so. Gegenstände erlangen, ich kann mal wieder Sachen kaufen. Blutfiolen, brauchen wir jetzt nicht. Adrian Schlüssel. Der hat auch irgendwie keine Waffen hier, andere. Janam Jägermütze, ich weiß nicht, ob das bringt, so großartig. Kann man das eigentlich vergleichen? Okay. Ludwig, der erste Jäger. Ja, vielleicht. Ich kaufe mir trotzdem mal ein paar Sachen. Einfach mal, um uns vielleicht ein bisschen zu stärken. Was haben wir denn da so? Was haben wir denn jetzt drin? Ich kaufe mal die Mütze. So. Jetzt werden wir mal kurz gucken, inwieweit das uns was bringt. Da ist die Tracht. Also, es ist schon besser in allen Belangen. Dann nutzen wir die doch. So, was konnte man noch kaufen? Was konnte man noch kaufen? Ja, warte. Den Jägergewand nehmen wir auch mal. Schauen wir mal, wie weit das. Auch hier steigern wir natürlich gleich in einigen Sachen. Auf jeden Fall die Abwehr steigert, wird gesteigert gegen Feuerblitz, Gift. Wahnsinn. Also, das nehmen wir natürlich auch. Zack. Natürlich die Frage, ob wir auch an ihnen die alten Sachen verkaufen können. Müsste ja eigentlich auch gehen, dann, oder? Da kommt jetzt sogar Geld für. Gut. Dann können wir bei ihm ja noch was kaufen. Und zwar. Was haben wir noch da? Die Hose vielleicht. Die Handschuhe müssen wir zum Schluss kaufen. Die haben, können wir ja noch nicht kaufen. So viel Kohle haben wir leider nicht. Macht ja aber nichts. Nehmen wir hier. So. Ja, nicht, dass ihr euch wundert. Ich habe jetzt wirklich hier, bevor ich jetzt gestartet habe mit euch, habe ich wirklich rumgeguckt, was man noch hier so an. Was man noch hier so theoretisch irgendwo leveln kann, aber ich habe nichts gefunden. Ich habe nach oben, ich habe im Haus geguckt, über dem Haus, also hinterm Haus da. Ich finde hier nichts, wo man irgendwie leveln kann. Also von daher. So, reden wir mit ihm mal. Aha. Ihr müsst der neue Jäger sein. Willkommen im Traum des Jägers. Dies wird fürs Erste euer Zuhause sein. Ich bin German, Freund der Jäger. Ihr seid mittlerweile sicher sehr durcheinander, aber denkt nicht zu viel über alles nach. Seht einfach los und erlegt ein paar Bestien. Es ist zu eurem eigenen Besten. Wisst ihr, das ist das Geschäft des Jägers. Ihr werdet euch daran gewöhnen. Ja, wie gesagt, also ich bin hier schon rumgerannt und geguckt, ob er irgendwo leveln kann. Mit ihm habe ich noch nicht geredet. Es kann natürlich gut sein, dass er uns jetzt sagt, wie wir leveln können. Wir reden mal. Dies war einst der Zufluchtsort für Jäger. Eine Werkstatt, in der die Jäger ihre Waffen und Körper mit Blut verbessern konnten. Wir haben nicht mehr so viele Werkzeuge wie einst, aber ihr könnt gerne alles benutzen, was da ist. Okay. Sogar die Puppe, wenn ihr wollt. Was? Dies war eine, wie ihr könnt sogar. Okay. So, gucken wir uns mal um hier. Die Werkstatt. Waffe verstärken. Waffen mit Blutstein verstärken. Haben wir einen Blutstein? Blutsteinscherbe. Wir brauchen drei und wir haben eine. Okay. Die brauchen wir auch. Okay, wir haben so viele haben wir noch nicht. Bringt uns also nichts. Erinnerungsaltar. Das Werkzeug für die Aufgabe ist nicht vorhanden. Na gut. Hier ist noch ein Tipp. Um diese schrecklichen Traum des Jägers zu entkommen, halte die Quelle der sich ausbreitenden Plage der Bestien auf, damit die Nacht nicht ewig wird. Okay.
Unsere Aufgabe ist also einfach nur, alles aufzuhalten, damit wir rauskommen. Ja, ich bin hier halt rumgerannt wie so ein Blöder und habe nichts gefunden. Also, aber es kann natürlich sein, dass wir jetzt, wo er das mit der Puppe sagt, dass wir mit der Puppe reden können. Die war doch auch hier irgendwo. Und die. Da, da sitzt sie. Guck mal, jetzt können wir wahrscheinlich mit der Puppe reden. Eine Flaschenpuppe? Nee. Na gut, wir gehen nochmal zurück. Nach Janem. Nein, nein, nein. Ah. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Das war natürlich dumm. Hier wollten wir nicht alles nochmal killen. Müssen wir eigentlich auch gar nicht, glaube ich. Egal. Nehmen wir halt die Gegner mit, die da sind. Vielleicht können wir die alle killen. Ist ja dann auch nicht so schlimm. Wissen der Verrückten bringt Einsicht. Okay. Kontakt mit der unheimlichen Weisheit ist ein Segen, den selbst wenn man davon verrückt wird, die man doch fortan einen höheren Sinn. Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin, aber jetzt sind wir hier. Gut, wir gehen halt hier wieder raus. Hier sind wir eh keine Gegner, also da rausrennen. So. Dann müssen wir durch den ganzen Weg nochmal laufen. Aber so viele Gegner waren hier ja gar nicht. So. Hier hinten ist der dicke Koloss. Gegen den brauchen wir aber nicht mehr kämpfen. Oh, wir müssen die da eigentlich killen. Was so gut ist, von dieser Seite aus zu machen? Weiß es nicht. Oh, wir können auch hier hinten hochgehen. Gehen wir hier hinten längs. Der Weg ist vielleicht leichter. Ich weiß nicht, ob der leichter ist, aber man kann auf jeden Fall diesen Weg längs gehen. So, mal hoch. Hoffen wir mal, dass wir da gut durchkommen. Also. Na gut. Hier längs. So, ne, wollen wir nicht zurückkehren. Hier längs. Kann ich die Leute beobachten, diese längs schleifen. Ja, noch ein so ein Typ. Okay. War hier unten noch jemand? Oh! Ich hab mich gut erwischt. Aber wie gesagt, man kriegt halt immer Punkte wieder, wenn man den so ein bisschen niedermetzelt beim nach dem Gegnerangriff. Hier ist keiner, also gehen wir in die Richtung. Ich muss natürlich aufpassen, dass nicht zu viele Gegner auf einmal kommen, dann sind wir nämlich tot wahrscheinlich. Da kommt auch noch einer runter. Hier mal kurz da hochgucken, ob da noch einer ist. Das kleine nicht, dass wir von hinten überrascht werden. Das wäre natürlich auch fatal. Da saß einer. Oh. Stört die gar nicht, dass da Leichen liegen? Nö, ne? Die rennen einfach weiter. Gut, hier oben war auch noch einer, ne? Der war hier hinten in der Ecke. Leider alle nichts fallen. Naja, wir sammeln Blutechos. Oh. Okay. Gehen wir hier hoch. Mal irgendwas einsammeln können? Nee, ne? Nee, oder? Nee, hier ist nichts. Okay. Wo es weitergeht. Na, geht hier hoch. Ihr
Blutfiole. Können wir gebrauchen? Blutfiole, super. Da ruhig schon einige davon sammeln. Den da hinten bringen wir jetzt auch noch um. Muss ich hier ranschleichen? Atmen von hinten schaffen. Ein verdammter Fluch! So, und das ist der Eingeweidegriff. R1 und dann R2 und dann R1, das habe ich auch schon rausgefunden. Und da gehen wir mal weiter. Ah, ja, der schließt auf mich. Komm her. Wir sind noch über einige Gegner, da müssen wir schon vorsichtiger sein, wie wir das machen. Wir lotsen den einen mal hierher. Die beide? Na, es kommt nur der eine, gut. Da können wir die alle so ein bisschen pullen, sind die nicht schlecht. Oder schießt noch mit rein? Ihr Monster! Blutfiole, super. Jetzt versuchen wir den Typen von hier hinten mal zu killen. Können wir doch auch so einen mal runtergehen. Oh ne, gar nicht. Oh! Okay, sie kommen einen anderen Weg, ist natürlich schlecht. Alter, Blutfiolen findet man echt ja am laufenden Meter hier anscheinend. Okay, wir gehen mal darüber. Eieiei. Was einsammeln. Hier ist eine Tür. Kann man aber nicht öffnen. Okay. Klopft doch jemand an. Oder will jemand raus? Eins von beiden. Oh, da ist noch einer, der schießt da oben. Dann gehen wir hier hoch kurz. Ich muss den Überblick verschaffen. Ich sehe den nämlich nicht. Da hinten läuft irgend so ein Wolf längs oder ein Hund oder was da ist. Eieiei. Okay, da oben ist einer, der schießt. Die Wölfe ein bisschen locken. Okay, haben wir. Sollen wir ein bisschen ein? Wechselbarkugeln und weiterlaufen. Dann müssen wir killen da oben. Hier runter. Weiter weglaufen, da kommen welche. Oh. Kommen die rüber? Und zwei gleichzeitig wollte ich nicht antreten. Na komm her. So, und jetzt sind wir auch noch. Ja. Fiole. Also, die haben wir alle, die Sachen. Da oben lag auch noch eine Leiche. Manchmal lag hier auch noch eine Leiche. Ja, sieht nur so aus. Der Schimmer auf dem Boden. Ab und zu sieht es so aus, als da irgendwie was liegt. Finde ich immer. Aber es tut es gar nicht. Aber hier hinten ist was. Kaltbluttau. Okay. So, hier oben geht's weiter. Geht's hier rein? Ne, schade. Hier?
Auch nicht, auch nicht. Jetzt können wir auch sehen, was auf der anderen Seite von der Tür guckt. Was ist denn da? Da ist ein großes Tier auf jeden Fall. So, hier liegt noch eine Leiche. Blutviole. Also immer wenn ich diese Lampen sehe, dann kann man da irgendwie reden. Ich glaube nicht, dass ihr von hier seid. Tja. Ihr sitzt draußen fest in einer Nacht der Jagd. Ah, oh, ihr armes, armes Ding. Vielen Dank für diese nette Unterhaltung. Also hier unten sind voll die Viecher, seht ihr das? Da ist ein Hund. Da kann man runter. Da ist man irgendwas mal findet, aber sollen wir da runterhüpfen? Aber warte erstmal ab, ich weiß es noch nicht. Gehen wir erstmal hier runter. Gucken wir uns diesen Riesen mal an da. Vielleicht können wir uns ja ranschleichen und irgendwie killen. Versuchen wir mal. Okay, kann man nicht ranschleichen. So, schwierig war der jetzt nicht. Blutviole, Blutviole, Blutviole. Gut. Aber wir können da hinten jetzt plündern. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Was es da zu plündern gibt. Eine Fackel. Und hier. Molotov-Cocktail, Molotov-Cocktail. Okay, Molotov-Cocktail sind vielleicht nicht so schlecht. Müssen wir hier haben. Blutviolen kann man wahrscheinlich nicht mehr haben. Wir sind an der Grenze. Hier, ne? Hier noch so einiges zu entdecken. Ah! Okay. Oh, Alter. Alter Schwede. Die kann man überhaupt nicht sehen. Ölurne, okay. Puh! Gehen wir hier hoch. Da hinten liegt noch eine Leiche. Blühen wir mal. Blühen. Kaltbluttau. Müssen wir mal gucken, durchlesen, was man mit Kaltbluttau machen kann. Weiß ich gar nicht. Da nichts versteckt ist in diesen Kisten. Hier liegen so viele Kisten und Schrott rum. Da ist eine Tür. Kommen auf. Natürlich geht sie nicht auf. Hier. Ist auch nichts. So, was ist hier oben? Oh, ich hab einen Hund. Ah ja, da sind aber einige da oben, ne? Drei Jäger, okay. So können wir das erledigen. Okay, die kommen hier runter? Oh, stellen wir uns mal hier hin. Abwarten. Ich glaube, pullen können wir die auch nicht, weil die alle zu dritt sind, ne? Ah!
das war natürlich gut, dass Gitter im Netz war, im Weg war. Ah! Nein! Boah, schnell das Trinken hier. Heieiei. Blöder Köter. Puh. Oh, ich bin getroffen. Okay. Das war ein Schütze. Wo geht's auch? Haben wir noch einen Hund da? Okay, der fällt sofort hin beim ersten Schuss. Oh. War alle erledigt hier? Ich glaube schon, ne? Gut, schnappen wir uns hier mal. Quecksilberkugeln. Gut, haben wir wieder welche. Was gibt's hier? Blutfiolen. Gut, nix. Auch nix. Sind wir irgendwo weiter? Hier heult ein Wolf irgendwo. Ist irgendwas? Da läuft irgendein Wolf rum, auf jeden Fall. Zwei sogar. Eieiei. Können wir da rüber? Kommen die? Ne, die kommen nicht. Die lassen wir unten weiter. Hier ist jemand. Ein Kiesel, ja, super. Ich finde richtig geile Sachen, Kiesel. Oh, hier ist noch ein Leiche. Blutsteinscherber, super, jetzt haben wir schon zwei. Und die Waffe verstärken, wenn wir noch eine finden. Ah, hier ist auch noch was. Noch eine Blutsteinscherbe, jetzt können wir unsere Waffe sogar verstärken können. Was ist das denn? Uah, da geht's runter. Okay. Da können wir wahrscheinlich nicht hin. Ist hier noch mehr? Wo geht's denn hier auch hin? Hier geht's wieder direkt runter zu den Leuten, ne? Na gut. Gehen wir mal hier nochmal runter. Das muss ja wahrscheinlich hier längs gehen, denn. Oder oben bei den Wölfen längs, das weiß ich nicht. Man kann da runter, warte mal. Okay. Gibt's hier irgendwie wieder hoch? Oh, nö. Doch, da ist eine Leiter. Okay, da kommt man wieder hoch, okay. Ach, es geht auch weiter runter. Guck mal. Hä? Oh, da geht es auch tief runter. Hier ist eine Leiter. Da komme ich ja nicht ran. Wie ich denn da an die Leiter rankommen? Da unten laufen die Fackelträger rum. Guck mal. Okay. Das ist jetzt ein bisschen interessanter. Wo sollen wir denn jetzt hin? Da unten ist so ein Typ, der läuft da längs. Wenn wir jetzt hier runtergehen, müssen wir uns mit denen auseinandersetzen auf jeden Fall. Auch so ein, sieht aus wie so ein normaler Typ von oben, aber. Ist eigentlich so ein Sturzflug? Kann man so einen Sturzangriff machen? Eieiei. Das ist auch so ein Wolfsmensch oder sowas, ne? Hm. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich runter irgendwie.
hin? Kann ich von der Seite angreifen? Da kommt er nicht. Scheiße. Ich dachte, der kommt vielleicht näher zu mir, aber das tut er gar nicht. Kann er mich schon riechen oder sowas? Jetzt kommt er. Oh, oh, der ist nicht stärker als gedacht. Okay, okay. So. Blutsteinscherbe, noch eine. Okay, wir müssen den da drüben wahrscheinlich auch erstmal killen. Wird das echt zum Verhängnis, wenn der uns irgendwo anders entdeckt. Dann mal kurz hier. Ach, hier ist noch eine Leiter, kann man wieder hoch. Gut, gut. Na, wir müssen mal gucken, ob wir gegen ihn kämpfen gleich. Gibt es nicht andere Pistolen dafür? Ja, andere. Nee, ne? Warte mal hier ab. Kommt er auch hier längs, dann können wir ihn auch überraschen. Bleiben wir hier stehen. Soll ich hier nochmal zurück? So ist noch einer, muss man aufpassen. Der hat eine Lanze. Wahrscheinlich eine schöne Reichweite hat er. Erstmal für den noch gekillt kriegen hier. Heieiei. Das ist egal wie vor Dark Souls oder hier, man hat immer ein bisschen Panik, finde ich. Blutviole. Gut, das ist mal ganz gut, dass wir die wieder kriegen, weil wir ja eh ein bisschen knapp sind sonst, wenn wir die ganze Zeit benutzen müssen. Da drüben ist noch einer mit der Lanze, den gucken wir uns auch gleich mal an. Und hier, was ist noch? Wir müssen mal irgendwas drin verstecken hier. Das ist doch beschissen. Wir haben eine Lanze, müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh nein! Oh fuck! Wurfmesser, ja super. Wurfmesser, den haben die uns nicht vergiftet. Oh, das war aber jetzt ein bisschen doof irgendwie. Eieiei. Dann habe ich nur eine Ratte, ne? War auch so nicht gedacht. Ist hier irgendwas? Ne, nicht wirklich. Oh. Da können wir wieder hochgehen, gut. Jetzt können wir die Ratten nach unten auch killen, oder? Ich glaube, die ist einfach oben runtergesprungen, kommt zu uns. Alter, was für ein Scheißviecher ist denn das denn wieder? Ich hab mich schon tot gesehen. Das Problem ist, ich habe noch keine Lampe gefunden. Ich würde gerne eine Lampe finden, damit ich weiß, dass ich da wieder anfangen kann. Oh! Alter!
blödes Viech, ey. Grundsteinscherbe, okay. Mann, 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 Mann. Hier liegt noch einer. Jägerhut, Jägergewand, Jägerhandschuhe, Jägerhose. Habe ich die ganzen Scheiße schon gekauft? Wir testen es mal, was der Unterschied ist. Okay, ein bisschen was. Aber wir können. Gut, machen wir es mal so. Also hier geht es auf jeden Fall. Nicht weiter. Da kommen wir da runter. Da unten liegen auf jeden Fall relativ viele Leichen. Kommen wir da runter? Wahrscheinlich, ne? Okay. Ich hab nur Angst, dass diese ganzen Viecher unten aufwachen, falls es irgendwas ist, was aufwachen kann. Komm ich weiter? Hier kommen wir wahrscheinlich nicht dran vorbei. Okay. Komm ich hier hoch? Keine Ahnung, was die Viecher dann können. Warten wir kurz mal hier ab. Wenn ich auf die schieß. Die sind nicht gerade schnell, aber. Was ist denn hier oben? Gehen wir erstmal hier hoch, gucken wir, was da oben ist. Mann, Mann, Mann. Wissen des Verrückten. Was ist das denn? Was ist denn Wissen des Verrückten? Also haben wir alle gesagt, da Wissen des Verrückten. Schädel und das Erleuchten vor ihnen bringt Einsicht. Verwenden wir das mal. Also Einsicht ist ein Attribut hier rechts, kann ich sehen. Aber was bringt das denn? Sollen wir es mal ausprobieren? Gucken wir uns mal aus. Jetzt haben wir da Einsicht bekommen. Oder was? Einsicht 1, aber was genau bringt das? Okay, aber hier sehe ich gerade. Kaltbluttau, daraus kommt Blut. Also es ist das gleiche wie die Seelen, die wir im anderen gehabt haben. Okay. Können wir also aus den Kaltbluttau Seelen gewinnen. Okay, jetzt mal gucken, ob wir hier mal irgendwie nochmal eine Fackel finden oder sowas. Das wäre ein Highlight. Da ist schon wieder so ein Riese. War ja nicht so schwer. Also, okay, mit Molotow war es natürlich echt easy. Da ist Licht dahinter. Hier. Hat er vor dieser Tür gemacht? Gar nichts. Ich dachte, man könnte irgendwas machen, aber da kann man natürlich nichts machen. Gucken wir uns diese Tür hier mal an. Offen? Verdammter Fremder. Ihr wollt mich dazu bringen, die Tür zu öffnen? Oh Himmel, diese Verdorbenheit. Okay, nochmal. Okay, geht nicht. Gut, dann gehen wir mal die Leiter hier hoch. Hier ist noch eine Leiter. Hm. Ach, guck mal einer an. Warte mal, mach die Tür auf. Das ist nicht die Seite von der anderen Seite, wo wir das letzte Mal kamen. Bin ich verkehrt.
Guck genau. Hier, wo den Riesen und die ganzen oben gekillt haben. Genau hier ist das. Okay. Also das ist schon mal eine gute Abkürzung. Hier ist Licht. Können wir reden? Jemand? Da. Wer seid ihr? Ich kenne eure Stimme nicht. Aber ich kenne den Geruch. Seid ihr ein Jäger? Könnt ihr dann bitte meine Mami suchen? Papa ist nicht von der Jagd zurückgekommen. Und sie wollte ihn holen gehen. Aber jetzt ist sie auch weg. Ich bin allein. Und habe Angst. Komm, wir suchen das einfach mal, das Mädchen. Wirklich? Oh, danke. Wir sind nett. Meine Mami hat eine Brosche mit roten Juwelen. Sie ist so groß und wunderschön. Die erkennt man sofort. Oh, das darf ich nicht vergessen. Wenn ihr meine Mami findet, gebt ihr diese Spieluhr. Sie spielt eins von Papas Lieblingsliedern. Und wenn Papa uns vergisst, machen wir sie an, damit er sich wieder erinnert. Mami ist so dumm, sie ist ohne sie weggegangen. Okay. Die Frage, gibt es doch... Gibt es noch einen anderen Weg? Also wir haben jetzt so viel Blutechos, dass wir uns eigentlich mal auf den... nochmal auf den Rückweg machen können, um... Oh. Ne, er ist tot, ne? Um den, um das zu... Also um... Ja, um das zu finden, sozusagen. Wo sollen wir hier nochmal runtergehen? Sind auf jeden Fall die Hunde in diesem Käfig drin, ob man die von hier oben killen kann. Also es muss doch noch irgendwo noch eine Lampe geben. Kann nicht sein, dass der Weg so weit ist, bis wir zu diesen Lampen kommen. Also das ist schon eine Abkürzung, die wir jetzt da gefunden haben. Aber ich sage nur nicht riesig Abkürzung. Das heißt, wenn, selbst wenn wir irgendwo erwischt werden, müssen wir einen langen Weg laufen. Also ich glaube, wir müssen mal gucken, ob wir noch eine Lampe finden irgendwie. Dabei wir alle Hunde tot haben, ne? Wo die ja alle rauskommen. Hier längs. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Da unten läuft hier so ein Riese rum. Eieiei. Da ist noch einer irgendwo. Verflucht. Verflucht. Verdammter Fluch. Riecht wie ihr, Fremder. Als die Jagd begann, hat uns die hallende Kirche verlassen und die große Brücke in der Kathedrale blockiert, da in dieser mordhellen Nacht die Altaren abbrannte. Ich höre doch das Stimmen. Ist da jemand hinter? Vorbei! Sie hören? Hoffnungslos! Da ist noch keiner hinter.
Man hört auf jeden Fall noch irgendwelche Schritte. Irgendwo ist hier noch jemand. Oben wahrscheinlich, ne? Können wir nach oben gehen? Gehen wir nach oben. Ich höre mal zu. Mann, ey, den habe ich echt nicht kommen sehen, den Spacko. Okay. Gut. Aber immer noch kein verdammtes Licht. Gehen wir hier runter nochmal? Oder oben längs gehen? Hier gab es nämlich noch einen Weg, oder? Kann hier auch hängen gehen? Zwei von den Riesen, das ist natürlich noch mal eine andere Nummer. Lassen wir mal da die Riesen erstmal. Wir gehen nochmal hier hoch. Ein Scherbe. Was ist das hier? Ah, oh, Herz allerliebst. Schaut an, sind wir hier. Gut, jetzt ziehen wir uns mal den Traum des Jägers zurück. Jetzt haben wir eine gute Abkürzung gefunden. Perfekt. Besser geht's doch gar nicht. So. Jetzt haben die vielleicht auch ein paar bessere Ausrüstungsgegenstände für uns, dass wir unseren Schutz ein bisschen erhöhen können. Nee, aber da steht eine Frau. Was ist das hier? Geschenk von Boten. Wir brauchen Einsicht und Leute, die Herausforderungsglocke, um Jäger aus anderen Welten... Schallnämpfer beendet diese Arten der Kooperation. Okay. Ah, okay, was Neues bekommt. Da oben ist auch noch was Neues. Was ist das? Wir brauchen Einsicht und Leute, die alte Jägerglocke, um alte Jäger zu Hilfe zu holen, die in den Sommerarbeiten. Okay. Ah, okay, das ist so eine Hilfe wie mit diesen Rittern, die wir können. Jetzt wollen wir mal gucken, was die Puppe hier zu sagen hat. Das sieht nicht mehr aus wie eine Puppe. Hallo, guter Jäger. Hallo. Ich bin eine Puppe. Ich passe in diesem Traum auf euch auf. Ehrenhafter Jäger, folgt den Echos des Blutes. Und ich leite sie in eure Kraft. Ihr werdet Bestien jagen. Und ich werde für euch da sein und eurem verwirrten Geist Mut zu sprechen. Mal reden wir erstmal mit dir. Habt ihr mit German gesprochen? Er war selbst Jäger vor langer Zeit. Jetzt gibt er ihnen nur noch Ratschläge. Er ist verborgen, in der Traumwelt nicht zu sehen. Doch er ist hier, in diesem Traum. Das ist seine Bestimmung. Blutechos kanalisieren. Statistiken verbessern, aufsteigen. Klar, genau, das wollten wir doch. Die Echos sollen zu eurer Kraft werden. Lasst mich näher kommen. Jetzt schließt die Augen. Okay, also, was können wir hier mal ändern? Wir können die Vitalität ändern, die Ausdauer, die Stärke, Geschick. Was ändert das denn, wenn wir jetzt hier was machen? Okay, das geht höher. Kostet. Ah, okay. Hier? Stärke. Stärke ändert unsere Waffe ein bisschen. Geschick würde auch unsere Waffe ändern. Und Vitalität und Ausdauer. Oh. Okay. Wollen wir noch was ausgeben? Ja, wir können noch einen ausgeben, ne? Blutechse, wir haben noch welche. Dann würde ich sagen, hauen wir noch mal einen auf die Stärke. Wir haben ja auch noch ein paar von diesen
oder? Ja, noch ein paar von diesen Blutechos, was es war. Kaltbluttau, das können wir auch mal verwenden. Mehrfach verwenden. Alle drei. So richtig viel war es ja nicht, ne? Das war es aber wirklich, okay. Na gut, dann können wir, einmal können wir, glaube ich, noch aufsteigen. So. Also, wir können einmal noch aufsteigen. Da würde ich sagen, nehmen wir... Machen wir die Stärke noch ein bisschen hoch. Oder Vitalität. Oder die Ausdauer. Die Ausdauer wäre auch nicht schlecht. Machen wir mal. Gut. Ja, das war mein zweiter Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und danke euch fürs Zuschauen. Gucken wir, was danach passiert noch. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.